Fall. Was man auch eigentlich braucht an so einem Tag, ist natürlich auch eine kritischere Stimme. Die haben wir heute in der CDU hier und da gehört, auch wenn alle versucht haben, das so ein bisschen klein zu halten. Ihre Kritik, die dann doch zwischen den Zeilen zumindest zu hören war. Wir versuchen es aber gerne nochmal mit dem Vizevorsitzenden des CDU-Sozialflügels, Dennis Radtke. Hallo, Herr Radtke. Hallo, Glück auf aus Wattenscheid. Glück auf, Herr Radtke. Wie froh sind Sie über diesen neuen Parteivorsitzenden? Ja, ich bin sehr froh über das Signal der Geschlossenheit. Und ich habe auch seit dem Ergebnis des Mitgliederentscheides immer wieder gesagt, es geht jetzt nicht mehr darum, in den nächsten 2 Jahren persönliche Befindlichkeiten zu pflegen oder zu sagen, ich hätte mir jemand anders gewünscht. Es ist kein Geheimnis, dass ich Norbert Röttgen bei seiner Kandidatur unterstützt habe. Aber die Mitglieder der CDU haben eine Entscheidung getroffen, eine deutliche Entscheidung getroffen. Und deswegen gilt es einfach, sich hinter dem neuen Vorsitzenden zu versammeln. Und das eindrucksvolle Ergebnis von Friedrich Merz macht ja heute auch deutlich, die Delegierten sind bereit, sich hinter dem neuen Vorsitzenden zu versammeln. Nun gucken wir heute den ganzen Tag natürlich schon nach vorne, aber einmal muss man doch vielleicht nochmal zurückgucken. Was hat denn Norbert Röttgen aus Ihrer Sicht, was Friedrich Merz nicht hat? Ja, es geht ja gar nicht so sehr darum zu sagen, was hat der eine, was der andere nicht hat. Also manchmal sind es ja auch einfach persönliche Geschmacksfragen und Stilsfragen. Ich glaube, ich habe mit Norbert Röttgen vor seiner Kandidatur oder kurz nach seiner Bekanntgabe der Kandidatur viele Gespräche auch darüber geführt, wie die Rolle der CDA unter einem Vorsitzenden Röttgen sein könnte, wo wir sozialpolitisch ansetzen müssen. Das hatte mich überzeugt und deswegen habe ich ihn bei der Kandidatur unterstützt. Das hat aber nichts damit zu tun mit der Person Friedrich Merz, sondern es ist auch meine Aufgabe, mit dafür zu sorgen, dass Friedrich Merz ein erfolgreicher Vorsitzender wird. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass wir als CDU wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Gerade bei Ihnen in Nordrhein-Westfalen am 15. Mai bei der Landtagswahl. Okay, dann gehen wir also in die Inhalte. Sie haben heute Morgen im Hörfunk des Westdeutschen Rundfunks bei WDR5 gesagt, es müsse jetzt darum gehen, überhaupt Akzente zu setzen. Wie haben Sie das gemeint? Naja, wir haben ja vor allen Dingen, wenn man sich die Performance im Wahljahr ansieht, einfach eine ganze Menge an Punkten liegen lassen. Also wir haben unser Wahlprogramm war deutlich besser als das, was wir am Ende draus gemacht haben. Ich will das auch mal an ein paar ganz konkreten Punkten festmachen. Sehr gerne. Stichwort Rente. Wir haben im Wahlprogramm die Einführung einer Generationenrente gefordert. Das heißt also den Aufbau eines Kapitalstocks für neugeborene Kinder, genauso wie wir die Einführung einer Zusatzrente für Geringverdiener gefordert haben, weil die Riester-Rente gerade mit Blick auf die Menschen mit kleinen Einkommen schlicht und ergreifend krachend gescheitert ist. Nur 1% der Menschen mit Nettoeinkommen bis 1200 Euro haben Riester-Verträge und das sind aber diejenigen, die am dringendsten eine zusätzliche Unterstützung brauchen. Wir haben gute Vorschläge gemacht. Wir haben aber überhaupt nicht drüber geredet. Das Gleiche auch beim Thema Eigentumsbildung. Wir haben ins Wahlprogramm reingeschrieben, dass wir Mietkaufmodelle wollen für Menschen mit kleinen Einkommen. Ich meine, das ist doch das sind doch Punkte, die wirklich die Situation von vielen Menschen in diesem Land betreffen, die händeringend auf der Suche nach einem Eigenheim sind, aber nicht wissen, wie sie es finanzieren können. Aber wir haben über all diese Dinge nicht geredet. Und das habe ich damit gemeint, als ich heute Morgen gesagt habe, wir müssen erstmal überhaupt wieder Akzente setzen. Es reicht nicht aus, Papiere zu schreiben, Papier schwarz zu machen, sondern wir müssen auch mit Herzblut und Leidenschaft über das reden, was wir am Ende vertreten. Und darum wird es jetzt gerade in den nächsten Wochen und Monaten gehen. Der Stolperstart der Ampelkoalition von Außenpolitik über kalte Progression bis hin zum Pflegebonus bietet ganz viele Angriffspunkte, wo wir als CDU klar Position beziehen müssen. Herr Radtke, greife ich gerne auf. Haben Sie das Gefühl, dass diese Sozialthemen, die Sie eben angesprochen haben, jetzt von Friedrich Merz aufgegriffen werden? Ja, auch von Friedrich Merz. Also ich meine, wir sind ja als CDU keine Alleinunterhalterveranstaltung. Der Vorsitzende spielt eine zentrale Rolle. Der Vorsitzende hat sicherlich auch die Aufgabe, ein Stück weit die unterschiedlichen Interessensgruppen in der Partei in der Balance zu halten. Und die Richtungskompetenz hat er ja auch. Natürlich.
Ja, hat er, absolut so. Und er ist ja heute mit einem entsprechenden Mandat ausgestattet worden. Und wenn Sie so ein Thema nehmen wie kalte Progression, die Arbeitnehmer werden gerade durch die Ampelkoalition um 1 Milliarde Euro geprellt. Das ist ja nicht nur eine Frage, die sich auf den Sozialflügel der CDU reduzieren lässt, sondern da sind wir in der CDU als Breite gefordert zu sagen, das ist nicht akzeptabel und wir erwarten von Herrn Lindner, dass er seine Arbeit macht und den Arbeitnehmern das Geld zurückgibt. Sie haben in der Rheinischen Post gesagt, nach Ihrer Überzeugung muss die Union die Ampelregierung gerade im Bereich der Sozialpolitik stellen. Inwiefern? Ja, auch. Also die Punkte, die ich den Punkt, den ich gerade beispielsweise genannt habe, Auszahlung des Pflegebonus. Die Menschen im Gesundheitswesen waren schon vor Corona auf der letzten Rille der Belastung angekommen. Herr Scholz hat pausenlos von Respekt gesprochen. Und jetzt, als wenn es konkret wird, den Corona-Bonus für die Beschäftigten auszuzahlen, heißt es auf einmal, da müssen wir aber schon noch mal genauer hinschauen, wer soll denn jetzt bekommen, wer hatte denn die Mehrbelastung. Also so haben wir uns das nicht vorgestellt. Da wird ja der Corona-Bonus für die grüne Parteiführung offenkundig leichter ausgezahlt, als sich Herr Lauterbach und Herr Scholz damit tun. Und da müssen wir als CDU Flagge zeigen. Und auch wenn die Ampel die Mitwirkungspflichten bei Hartz IV schleifen will, natürlich stehen wir als CDU für einen aktivierenden Sozialstaat. Wir wollen Menschen nicht im Regen stehen lassen, aber uns geht es darum, Teilhabe zu organisieren und nicht Menschen einfach nur zu alimentieren. Und wir können oder die Solidargemeinschaft kann zu Recht erwarten, dass jeder, der Hartz-IV-Leistungen empfängt, auch bereit ist, seinen Anteil dazu beizutragen, dass er den Weg zurück in den Arbeitsmarkt findet. Und von diesem Weg will sich die Ampelkoalition verabschieden. Das können wir nicht akzeptieren. Und da müssen wir als CDU klare Akzente dagegen setzen. Also Herr Rathke, ich bin mir nicht sicher, ob wirklich all diese Punkte tatsächlich Friedrich Merz am Ende mitgehen wird. Aber Herr Professor Korte und ich haben eben schon mal diskutiert. Und da hat Herr Professor Korte auch gesagt, naja, also in vielerlei Hinsicht muss und wird Friedrich Merz ja auch in die soziale Ecke gehen. Mensch, klasse, da sind Sie beide ja dann richtig, können Sie sich unterhaken und zusammen in die gleiche Richtung marschieren. Ja, aber das wäre doch eine schöne Aufgabenteilung. Also ich meine, ich habe ja in Ihrer Anmoderation gehört, Sie hatten so ein bisschen auf so einen Waldorf- und Stettler-Auftritt hier heute gehofft. Aber jetzt geht es vor allen Dingen um Geschlossenheit. Und das heißt ja nicht, dass ich Herrn Merz jetzt in jeder Sachfrage hinterherlaufe. Wir werden auch weiterhin bei einigen Dingen unterschiedliche Auffassungen haben. Alles andere wäre auch verwunderlich. Ja. Aber wir müssen ja nicht die Differenzen konstruieren, wo es sie gar nicht gibt. Alles klar, aber Waldorf und Stettler kann man natürlich auch insofern erwarten, weil sie zum Beispiel Anfang des Monats vor den März, ich zitiere das, März-Ultras im Handelsblatt gewarnt haben. Aber das lassen wir jetzt mal dahin, da haben Sie das ja doch jetzt klar gemacht. Dazu kann ich aber gerne was sagen. Ich habe auch immer klar gesagt, bei der Wahl von Friedrich Merz, für mich ist Friedrich Merz als Vorsitzender überhaupt kein Problem, auch wenn ich bei der Mitgliederentscheidung Norbert Röttgen gewählt habe. Was mich irritiert, ist, dass eine ganze Reihe von seinen Unterstützern auf Twitter sich in einer Art und Weise benommen haben, mitunter in den letzten Wochen, wo ich sage, so sollte man unter Christdemokraten nicht miteinander reden. Wenn da Austritte gefordert werden oder Austritte von verdienten Funktionären bejubelt werden, das ist nicht akzeptabel. Ich meine, dafür trägt Herr Merz nicht die Verantwortung, das sage ich ganz klar. Aber es ist einfach eine wichtige Aufgabe, auch klar zu machen, es geht jetzt nicht darum, sozusagen die Hardcore-Fans zufriedenzustellen, sondern die Aufgabe ist jetzt, die Partei in der Balance zu halten. Und ich bin ganz sicher, dass ihm das gelingen wird. Ich höre daraus, Sie werden ein aufmerksamer Beobachter sein, wie die Merz-Unterstützer in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich auch mit Teilen der Partei, die vielleicht nicht auf Linie sind, umgehen werden. Und da sind wir doch noch beim Thema, denn das habe ich jetzt natürlich schon viele heute gefragt, aber so richtig kriege ich keine klare Antwort. Ich versuche es bei Ihnen gerne trotzdem nochmal. Ralf Brinkhaus ist noch Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag. Es steht die Frage im Raum, ob Friedrich Merz eben auch diesen Fraktionsvorsitz übernehmen muss, um am Ende natürlich auch im Bundestag eben als klarer Chef der CDU und Vorreiter aufzutreten. Sind Sie dafür oder dagegen? Ich habe das als Europaabgeordneter Gott sei Dank nicht zu entscheiden. Mir ist bei dieser Entscheidung nur eins wichtig, dass wir nochmal sehr genau auf das schauen, was wir im letzten Jahr falsch gemacht haben. Und ein wochenlanges öffentliches Fingerhakeln von zwei Unionspolitikern um ein und dasselbe Amt,
Das schadet am Ende allen Beteiligten. Aber Brinkhaus und Merz sind zwei erfahrene Spitzenpolitiker. Und daher ist meine Erwartungshaltung, dass beide sich auf eine Lösung und auf einen Zeitplan verständigen, der passt. Und am Ende gibt es für beide Modelle, das heißt, die Ämter weiter aufzuteilen oder beide Ämter in einer Hand, gibt es ein Für und Wider. Aber nochmal, da sind erstmal die beiden am Zug. Und wenn die beiden sich nicht einig werden sollten, dann muss ich sagen, als Mitglied der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament werde ich meine Stimme da nicht abgeben können. Und dann wäre auch eine Kampfabstimmung in Ordnung. Ich meine, wenn man sich am, ja, ich meine, das, was heißt in Ordnung? Also ich meine, das ist ja in einer Demokratie, in einer Partei, in einer Fraktion nichts Dramatisches, wenn zwei oder mehr Menschen um eine und dieselbe Position wetteifern. Wir haben jetzt gesehen, es haben sich drei Männer für den CDU-Vorsitz beworben. Das ging über die Bühne ohne große Verletzungen. Und deswegen habe ich ja auch eingangs gesagt, das Wichtigste ist am Ende der Stil, die Art und Weise, wie diese Auseinandersetzung ausgetragen wird. Da sind beide in der Verantwortung. Und ich bin ganz sicher, dass sich beide dieser Verantwortung nicht nur bewusst sind, sondern dass auch beide dieser Verantwortung gerecht werden. Dennis Radke, Vizechef der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft des Sozialflügels in der CDU. Vielen Dank Ihnen, Herr Radke. Alles Gute. Glück auf. Alles Gute, Glück auf Ihnen auch.